geliebter Mensch, voller Freude und Achtsamkeit begrüße ich dich zu dieser geführten Meditation. Ich werde dich in dein Seelenbewusstsein führen und wir werden ausgehend vom Seelenbewusstsein mit unseren Zellkindern sprechen. Und so rufe ich die aktuelle Energie des Universums aus dem Venus-Portal. Die Venus trägt die Energie der Liebe, der bedingungslosen, vollkommenen Liebe. Und so strömt nun diese Energie zu uns ein. Vielleicht kannst du sie fühlen, diese Energie. Diese Energie, wie sie sich um dich herum ausbreitet und in dein Zuhause einströmt. Und so bitte ich dich, dich nun ganz auf dein Herz zu konzentrieren. Deinen Atem zu fühlen, wie er ein- und ausfließt. Und zu fühlen, wie dich die vollkommene Liebe umgibt. Lege deinen Fokus auf deinen Herzensraum. Dort fühlst du deine eigene Liebe, deine Kraft, dein Seelenbewusstsein. Und nun siehst du diese schöne goldene Türe in deinem Herzensraum. Und deine Seele drängt dich, durch diese Türe zu gehen. Natürlich tust du dies sehr gerne. Und so kommst du zu einem wundervollen See. Es ist der See der bedingungslosen Liebe. Und so setzt du dich ein wenig an den Rand des Sees, betrachtest ihn, betrachtest die Wasseroberfläche. Und siehst, dass sie ganz glatt ist und siehst auch, dass sie golden schimmert, denn es ist die Liebe von Smaranaa, welche du wahrnimmst. Dieser See, er ist sehr groß und du kannst das andere Ende kaum erkennen. Und so schimmert die Oberfläche und glitzert mit goldenen Pünktchen, sodass du Lust bekommst, in diesen See einzutauchen. Und genau in diesem Moment beginnst du, bevor du in den See hineingehst, deine Zellkinder zu rufen, und du sagst: Liebe Zellkinder, liebe Zellkerne, ich bin da für euch und ich lade euch ein, mit mir in dem See der vollkommenen Liebe zu baden. Dort werdet ihr gereinigt von allen Ängsten, von allem, was schon lange nicht mehr in die aktuelle Zeit passt. Und dann siehst du, wie deine Zellkinder sich freuen, denn sie vertrauen dir. Das, was du sagst, ist wichtig. Und so gehst du nun zuerst mit den Füßen in das Wasser hinein. Langsam, Schritt für Schritt, gehst du hinein bis zu den Knien, den Oberschenkeln, zum Bauch. Das Wasser ist ganz angenehm. Und dann beginnst du zu schwimmen. Und all deine Zellkinder schwimmen mit dir jetzt in diesem See. Es ist ein wundervolles Gefühl. Alle Ängste, alle Todesängste lösen sich. Deine Zellkinder, deine Zellkerne, deine Zellen vertrauen dir. Eine gründliche Reinigung geschieht. Und die Liebe Gottes, sie trägt dich durch das Wasser hindurch, legt sich um dich herum. Du liegst jetzt auf dem Rücken, schaust hinauf in den Himmel und sprichst wieder mit deinen Zellen. Sage nun mit deinen eigenen Worten und deiner inneren Stimme das, was du schon so lange zu deinen Zellkindern sagen wolltest. Ich gebe dir ein wenig Zeit dafür. Und vielleicht im gleichen Moment spürst du, wie sich deine Zellkinder in deinem Körper bewegen, wie sie rege werden, wie sie sich freuen und wie du ein ganz intensives Seelenbewusstsein nun wahrnimmst. Denn es ist die Freude, das Vertrauen und die Kraft, welches du spürst, welches du an deine Zellen weitergegeben hast und was sie dir nun zurückgeben. Ein herrliches Gefühl. Und so lässt du dich sanft in Richtung Ufer vom Wasser zurücktragen. Genießt den wundervollen blauen Himmel und weißt, dass du verbunden bist mit allem, was ist, dass Gottes Liebe bei dir ist. Und dann stellst du dich langsam auf und läufst die letzten Schritte aus dem See der Liebe hinaus. Du spürst Gottes Nähe und Diese vollkommene Liebe legt sich um deine Schultern, trocknet deinen ganzen Körper ab, verschmilzt mit dir und deinen Zellkindern. Du fühlst dich so frei wie noch nie. Du fühlst dich so vollkommen, denn jetzt bist du in deinem Seelenbewusstsein. Und so gehst du die Schritte wieder zurück, den gleichen Weg, den du hierher gekommen bist. Gehst durch die goldene Türe in deinen Herzensraum. Alle Zellkinder sind bei dir und sie freuen sich mit dir über dieses wundervolle Bad und die Geschenke des Vertrauens und der Liebe. Und dann kannst du in deinem eigenen Tempo, so wie es sich gut und richtig anfühlt, langsam wieder in dein Hier und Jetzt zurückkommen, aber mit dem neuen Seelenbewusstsein, mit einem Blick, so wie aus einer anderen Dimension, der 5. Dimension, nimmst du vielleicht wahr, dass du jetzt von oben nach unten schaust. Und dann bleibst du mit diesem Bewusstsein, solange du es halten kannst.